Jo Leute, ein herzliches Willkommen aus Kanada, einen der coolsten Grand Prix überhaupt, und nach 2 Jahren Pause geht es endlich weiter. Abonniert den Channel gern kostenlos. Wir sind auf der Ile Notre Dame am Circuit de Gilles Villeneuve, und ja, das hier ist Montreal. 1978 gab es das Debüt auf dieser Strecke, 4361 Meter hat eine Runde, eigentlich kürzer muss man sagen, 14. Wir haben 6 Links- und 8 Rechtskurven. Michael Schumacher, aber auch Lewis Hamilton haben hier mit je 7 Grand Prix-Siegen die meisten aller Zeiten. Und 70 Runden sind zu absolvieren. Wer wird sich als strahlender Sieger durchsetzen? Und noch einmal Montreal. Und ja, 14 Kurven und 3 DS-Zonen. Einmal Start und Ziel, dann die eine Kurve, die Start und Ziel trennt von der Schikane, und dann die Kurve nach 7 und 8. Also diese Geraden zwischen 7 und 8. Und los geht's mit dem Red Bull. Ich denke mal, die haben echt gute Chancen. Die haben auch aktuell das beste Paket, und auch mit den Regeländerungen haben die nicht viel zu tun. Los geht's. DS geht on. Erste Kurve wird schon mal ein sehr, sehr spektakuläres Beginning heute sein. Erste, zweite Kurve. Eigentlich noch sehr simpel. Wir haben hier eine 180-Grad-Kurve, die ordentlich bockt, muss man sagen, aber wo das Auto auch mitspielen muss, weil sonst wird das, da wird es echt sehr instabil mit der Vorderachse. Kurve 3 und 4, rechts muss man extrem nah an die Mauer dran, aber auch man neigt hier gerne zum Abkürzen, weil ja diese roten Dings rechts richtig groß ist. Dann fährt man eigentlich im Vorbeigehen in die Kurve 5, und dann geht es eine coole Kombination, Kurve 6 und 7, und das ist auch eine Schlüsselstelle. Man muss hier nämlich ein bisschen besser rauskommen, und man sollte hier sehr gut rauskommen, dann kannst du nämlich auf der DS-Zone schon mal deinen Gegner zurechtlegen, würde ich mal sagen. Überholen wird schwierig, aber hier kann man durchaus natürlich auch überholen, und hier noch einmal eine sehr tricky Stelle auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan der Kurve auf jeden Fall. Und dann geht es hier Richtung Kurve 8. Und das ist wirklich eine spektakuläre Kurve, weil hier gab es schon den ein oder anderen Crash. 8, 9 natürlich. Auch rechts hier neigt man auch immer wieder mit dem Hinterreifen anzuschlagen. Gerade auch generell. Es ist auch die Kombi aus Stadtkurs und Fullspeed mit Gras macht halt auch diese Strecke ordentlich aus. Eine Haarnadelkurve darf natürlich auch nicht fehlen. Kurve 10. Ein sehr harter Bremspunkt. Und da kann man durchaus sehr gut rein überholen. Man hat auch die Geraden ein bisschen hierhin, kann man durchaus verdammt gut rein überholen, würde ich mal sagen. 11 ist eigentlich auch, wie gesagt, der Knick, den merkt man eigentlich nicht. Dann geht es in die dritte DS-Zone. Kurve 12 ist auch im Vollgas mitzunehmen, und dann kommt, glaube ich, die berühmteste Mauer in der Formel 1, nämlich rechts hier Kurve 13, 14, und hier rechts haben wir die Wall of Champions, die schon unter anderem Damon Hill, Michael Schumacher, aber auch Lewis Hamilton und Sebastian Vettel berührt haben. Also hier muss man sich nicht schämen, wenn man da mal einditscht. Und das war eine Runde hier in Montreal. Ich liebe die Strecke, wirklich ziemlich coole Strecke. Was denkt ihr, wer wird gewinnen? Mein Tipp ist auf jeden Fall Sebastian Vettel, Sergio Perez, und auf 3 wird es Carlos Sainz Jr. schaffen. Schaut gerne auf IT-Gaming auf TikTok vorbei, aber auch gerne auf It's-Gaming auf YouTube und auf Instagram. Links wie mal unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Später oder morgen kommt die Mega-Season, aber auch das Recap zum Rennen, und bye.